Ja, hallo meine Freunde, nach einer Schaffenspause bin ich wieder da und präsentiere euch eine sehr einfache und auch günstige Möglichkeit zur Gesunderhaltung oder eben auch Gesundwerdung, je nachdem. Bleibe gesund oder werde eben gesund, wenn du es noch nicht bist. Das ist das Motto von Gio Leben TV. Doch du weißt ja eh wie immer das Ganze etwas genauer nach dem Intro. So, hier bin ich wieder, euer Gio von Gio Leben TV und bewusst gesund bei Gio. Ja, eine sehr, sehr gute Freundin von mir hat mir vor kurzem ein Video von einem, ich nenne ihn mal indischen Mystiker, lebenden Mystiker mit dem Namen Satguru geschickt. Ich kenne den Mann und er verbreitet ja grundsätzlich eher so mentale Lebensweisheiten, die ich auch immer wieder recht gut finde. Doch in diesem Video ist es um einen ganz banalen Tipp gegangen, womit Mann und natürlich auch Frau sich täglich Gutes tun können für eure Gesundheit. Ja, es geht in diesem Fall um den Honig. Honey, Honig, genau. Und ja, ich weiß, Honig, was ist jetzt da Besonderes dran? Was soll da schon sein, werden sich manche denken. Das mag schon sein. Und in diesem Video ist es gar nicht so darum gegangen, in diesem Video vom Satguru, welche tollen Inhaltsstoffe der Honig jetzt hat, sondern es ging mehr um die Zubereitung. Ja. Satguru machte da einen Unterschied dazu, ob man jetzt den Honig so zu sich nimmt oder ob man ihn ins Wasser gibt und dann, ob man ihn in kaltes, warmes oder heißes Wasser gibt. Das ist offensichtlich das Entscheidende. Genau, ob man den Honig nun mit kaltem, warmen oder eben heißem Wasser zu sich nimmt. Da stellen sich ja mal grundsätzlich zwei Fragen für mich. Was ist mit kaltem, warmen und heißem Wasser anders? Und die zweite Frage ist, was haben wir davon? Genau, was ist schlussendlich der Nutzen für deine, für unsere, für meine Gesundheit? Das wäre dann schon mal interessant zu wissen. Also, was ist angesagt? Genau, Recherche, Recherche, Recherche. Und das Video noch einmal genauer ansehen. Ja, und eins darf natürlich auch nicht fehlen, genau. Probieren geht grundsätzlich ja über Studieren. Und da kann ich eines schon mal vorwegnehmen. Satguru sagt ja, Honig mit kaltem Wasser und du nimmst an Gewicht zu. Und das Gegenteil dabei ist, genau, Honig mit warmem Wasser und du nimmst ab. Warm und eben nicht heiß, aber jetzt zur Recherche und Video nochmal studieren. Bis gleich. So, jetzt bin ich wieder da, das Video noch einige Male angehört und die wichtigsten Essentials herausgehört. Ja. Als erstes spricht er von einem Stamm. Ja. Dieser Stamm, quasi die Honighirten nennt er sie, diese essen täglich am Morgen einen guten 3/4 Liter Honig und dann den ganzen Tag nichts mehr und am Abend dann irgendwie so ein paar Cerealien, hat er irgendwie so gemeint. Also ein 3/4 Liter Honig, boah, also das klingt schon ziemlich schräg, muss ich da einfach auch mal sagen. Und er sagte auch, dass sie dann sehr, sehr aufgedreht sind quasi und den ganzen Tag dann eben energetisch, also energievoll sind. Und ich denke mir, naja, ich persönlich habe so das Gefühl, naja, wenn jemand so aufgedreht ist, ja, dann hat er entweder einen zu hohen Zuckerspiegel, würde mich dann nicht wundern mit so viel Honig. Ja. Aber gut, macht mich auf der einen Seite ein bisschen stutzig, aber lassen wir einfach mal so, weil wir werden uns nicht jeden Tag ein 3/4 Liter Honig zu Gemüte führen. Es reicht da einfach auch etwas weniger. Aber er spricht sonst eh nicht drüber, quasi, dass man, wie gesagt, jetzt täglich einen 3/4 Liter Honig zu sich nehmen sollte. Ja, weiter mit den wichtigsten Benefits, von denen er spricht, sind eben, dass Honig fast so ähnlich wie Blut ist und dass es sehr gut für Menschen ist,
die einfach zu viel Schleim haben, zu viel Schleim produzieren. Dann sagt er weiter, dass Honig einfach sehr gut für das Herz ist, sehr gut für das Gehirn und für den Verstand und sehr energiereich ist. Naja, das sind eh einiges an so Dingen, die man grundsätzlich eben auch immer wieder so weiß. Natürlich mit den ganzen Bestandteilen, die im Honig drinnen sind, ist das Ganze natürlich gut fürs Immunsystem. Da sind viele, viele Antioxidantien grundsätzlich auch mal drin. Ja, vor allem ist Honig sehr gut auch für die Kinder, um deren intellektuelle Fähigkeiten zu fördern. Also das sind dann so ein paar so spezielle Sachen, ein paar so Spitzfindigkeiten. Und das klingt ja grundsätzlich schon mal recht gut, würde ich sagen. Doch was mit dem kalten, warmen Wasser ist, schauen wir einfach mal weiter. Jetzt geht es darum, wie man Honig eben konsumieren sollte. Genau die Info, die brauchen wir nun. Und hier haben wir es. Wenn man Honig kocht, ja, also in kochend heißes Wasser gibt oder auch in einem Kuchen oder irgendwo eben verarbeitet, eben auch in Tee, dann setzt der Honig Gifte frei, die nicht wirklich gut sind. Das kann man sich vorstellen. Wenn man ihn jedoch in warmes Wasser gibt, dann setzt der Honig Enzyme frei, die dann dafür sorgen, dass quasi das Bauchfett schmilzt. Und das ist natürlich für mich auch wieder ganz besonders interessant. Ja, gibt man dann aber den Honig in kaltes Wasser, macht er genau das Gegenteil. Ja. Man nimmt zu. Und nicht eben deswegen, weil man jetzt täglich so 2, 3, 4 Tee- oder Kaffeelöffel Honig zu sich nimmt, das wäre einfach zu wenig, sondern weil er eben andere Enzyme in dem Fall aktiviert, die eben dann quasi dafür sorgen, dass man eben zunimmt. Ja, warmes Wasser, wie gesagt, abnehmen und kaltes Wasser zunehmen. Das ist quasi der ganze Schmäh bei der Sache, aber das doch sehr Entscheidende. Ja, meine Freunde, ich sitze heraus im Freien und hinter mir fährt der Zug die ganze Zeit vorbei. Ich meine, so lässig und schön sie ist, aber es ist ein bisschen schwierig. Ja, in weiterer Folge spricht er dann eben auch davon, dass warmes Honigwasser das Gesundheitssystem öffnet und das bedeutet, dass man eben auch kein Eisen im Blut hat. Ja, wenn sich quasi durch diesen Honig, durch das Honigwasser das System öffnet, ist das ein Hinweis dafür, dass man einfach viel zu wenig Eisen im Blut hat und das bedeutet natürlich auch wieder zu wenig Eisen im Blut, bedeutet einfach viel zu wenig Sauerstoff, viel zu wenig Energie ist dann natürlich die Folge, einfach viel zu wenig Kraft, ein schlechtes Immunsystem und so weiter und so fort. Also wenn du dich gerne einfach immer wieder mal müde und schlapp fühlst, probiere es einfach mal mit Honig und mit warmem Wasser. Ja, man wird sich danach einfach wieder um einiges besser fühlen. Ja, der RBC-Gehalt, also die Menge der roten Blutkörperchen, wird dann offensichtlich auch wieder steigen. Klingt alles recht gut und fein und es ist ja auch nicht schwierig, täglich 1, 2, vielleicht 3 Glas warmes Wasser nehmen mit jeweils 1 bis maximal 2 Teelöffel Honig. Ja. Und ich nehme es auch dann schon eher heiß, also nicht so lauwarm, sondern wirklich so, würde man sagen, so 50 Grad herum. Ja, schauen wir mal, kann man leicht ausprobieren. Wie ich einfach immer wieder sehr, sehr gerne sage, probieren geht grundsätzlich einfach mal über Studieren. Die Energie steigt im Körper, ja, und sie steigt auch da oben im Geist und das ist ja auch nicht unwesentlich. Honig macht einen lebendiger, er spricht auch noch vom Wert der Entgiftung, ja, was da auch natürlich eine wichtige Sache ist. Das eine ist natürlich immer wieder gute essentielle Dinge in sich hineinzubringen, gute Nährstoffe und Vitalstoffe. Nur es hilft natürlich auch nichts, wenn ich auf der anderen Seite immer wieder noch viele, viele Gifte in mich hineintransportiere, aber natürlich auch mit der Umwelt und mit dem Stress entstehen eben auch diese. Und da geschieht offensichtlich auch mit dem Honig eben auch eine Entgiftung und hier eben auch mehr mit der in Kombination eben auch mit einem sehr altbekannten, bewährten Mittel, mit Kurkuma, ja, Honig bringt Energie und Kurkuma beruhigt. Klingt grundsätzlich sehr gut, in dem Sinne, meine lieben Freunde, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Ich mache es auch, ich trinke täglich 1, 2, 3 Gläser warmes Honigwasser, je nach
Laune und eben auch, was ich so am Tag gemacht habe, weil es ja auch Energie bringt. Wenn ich viel in den Bergen unterwegs bin oder sonst irgendwo, dann brauche ich ein bisschen mehr und ich werde mir heute mit Sicherheit noch ein Gläschen genehmigen. Also einen schönen Abend euch noch. Ja, und was ich vergessen habe, die goldene Milch am Abend dann noch. Und das ist dann eine sehr, sehr gute Partnerschaft von Honig und Kurkuma. In dem Sinne, alles Liebe, euer Geo. Bis später, Baba, ciao, tschüss und Servus.